Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem brandneuen Video hier bei 11 Team Sports. Der Mats und ich sind wieder auf dem Platz. Es gibt das zweite Trainingsvideo. Was genau passiert, erklärt euch jetzt Matze. Genau richtig. Und damit das keine Eintagspflege war, ja, dass der David so kaputt am Boden liegt, gibt es heute wieder eine Übung, in der es um Ausdauer geht. Es geht um Reaktionsschnelligkeit, um Koordination, um ein gutes Passspiel und obendrein noch um ein gutes Zweikampfverhalten. Also ist einiges drin. Wie das Ganze aussieht, check it out. So, in dieser Übung geht es darum, David steht hier in der Mitte im gelben Feld und macht Skippings, ja, so schnell er kann. 30 Sekunden ist die Intensität hier, ja? Also 30 Sekunden lang gehen wir hier durch. Ich sage ihm eine Farbe an, also rot oder blau. Er muss dann auf diese Seite springen und bekommt einen Ball von mir. Also entweder flach, halb hoch oder hoch. Muss ihn direkt zurückköpfen oder zurückspielen mit dem Fuß. Am Ende dieser 30 Sekunden gibt es noch einen Zweikampf zwischen uns beiden und er muss versuchen, mich aufzuhalten. Also ich darf nicht durch eines dieser Felder durchkommen. Ja? Also gucken wir es uns an. Ab geht's. Okay, bist du ready, David? Ich bin ready. Ja? Okay, dann starten deine 30 Sekunden ab. Jetzt. Auf geht's. Komm. Rot. Sehr gut. Rot. Ja. Blau. Okay, sehr gut. Blau. Links brauche ich nicht. Und rot. Gelb. Blau. Ah, schlechter Ball, Junge. Und nochmal rot. Halb hoch. Sehr gut. Okay, 30 Sekunden sind um. Jetzt gibt es einen Zweikampf. Oh, da schläft er. Matze, bist du ready? Ich bin ready, ja. Okay, 3, 2, 1 und blau. Und blau. Schönes Ding. Und rot. Und blau. Jawohl. Und nochmal blau. Schön. Und rot. Okay, 30 Sekunden sind jetzt vorbei. Oh, ich wollte dich tunneln. Ich wollte dich tunneln. So, David, zweite Übung. Was ist dein Fazit? Auf jeden Fall eine effektive Übung. Allerdings hätte ich dich natürlich gerne getunnelt. Das schmerzt immer noch ein bisschen. Aber ansonsten auf jeden Fall eine saugeile Übung. Und da habe ich die Füße so weit aufgemacht. Eigentlich dachte ich, okay, du schaffst es locker. Ja, ist auf alle Fälle eine geile Übung. Und ihr könnt die super easy zu Hause nachmachen. Alles, was ihr dafür braucht, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten, hier seht ihr das Video zum ersten Trainingsübungsvideo. Ja, einfach mal anklicken und hier natürlich abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Trainingsvideo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Ciao.